Leute, heute wieder ein neues Werkstatt-Update von uns. Und zwar, ihr seht es schon im Hintergrund, es ist nicht zu übersehen. Und zwar, unser Kompressor ist endlich angekommen. Er ist schon eingezogen, sprich, er wurde soweit schon angeschlossen, dass das Ganze laufen kann. Und wir haben sogar noch einen Fachmann zur Seite gestellt bekommen, der uns diese Anlage jetzt erklären kann. Servus Thomas, schön, ja, dass du da bist. Hallo Julian, grüß dich. Hi. Ja Julian, du hast gerade gesagt, neuer Kompressor ist eingezogen. Ist so nicht ganz richtig, ihr habt viel mehr, ihr habt eine ganze Pumpstation bekommen. Okay. Ihr habt also den Kompressor, der hier eingebaut ist. Ihr habt zum Zweiten einen Kältetrockner, der euch das Wasser aus der Druckluft rausholt. Okay. Weil Wasser in der Druckluft möchte keiner haben, macht euch die Geräte kaputt. Ja. Das ist, glaube ich, auch schlecht zum Lackieren. Schlecht zum Lackieren, genau, okay, richtig. Deswegen der Kältetrockner. Und ihr habt noch einen Druckluftspeicher, der die Druckluft etwas zwischenspeichert, sodass die Anlage also vernünftig läuft. Okay. Ja. Ich würde sagen, ich erkläre dir mal, was alles drinsteckt in so einem Kompressor. Nehmen wir mal die Haube ab. Sehr gerne. Alles klar. Ich fasse mit an. Ja, gerne. Okay. Ja. So. Ich erkläre dir mal die Hauptkomponenten, was da drinsteckt in einem Kompressor. Okay. Wir haben also hier den Antriebsmotor. Elektrisch natürlich? Den elektrischen Antriebsmotor, okay, ganz klar. Der Motor treibt die Verdichterstufe an. Mhm. Verdichterstufe hast du noch nie gehört. Wir, nee, haben also keine Kolben mehr, die hin und her gehen. Okay, also ja, so wie wir es kennen und bei unserem alten, ja, Kompressor, richtig, hatten. Ja. Sondern ihr habt jetzt eine Verdichterschraube. Das wirst du nachher noch sehen, was das für einen Vorteil hat. Okay. Die Verdichterschraube verdichtet die Luft. Kann ich mir vorstellen, wie so ein richtiger, so zwei Kompressorschrauben, genau, so ineinander greifen? Okay. Zwei ineinander drehende Kompressorschrauben. Zur Kühlung wird dem System noch Öl zugeführt, wie beim Motor, der braucht Schmierung und Kühlung. Okay. Die Luft geht dann durch diese Leitung in den Ölabscheidebehälter. Also sprich, wenn die Luft jetzt aus unserem Kompressormodul rauskommt, ja, haben wir einen Öl-Luft-Mix. Genau, richtig. Okay. Öl wollen wir nicht drin haben, nee, deswegen trennen wir das Öl hier von der Druckluft in diesem Ölabscheidebehälter. Okay. Machen hier noch eine Nachfilterung der Druckluft. Ja, und jetzt sind wir auch schon fertig. Dann wird die Druckluft hier in den Speicher reingeleitet. Ölfrei. Ölfrei. Okay, und dieses Ölsystem im Kompressor ist praktisch ein geschlossenes System, damit, genau, wir jetzt nicht auffüllen oder sowas. So ist es genau richtig. Das Öl verbleibt die ganze Zeit im, okay, Kompressor und zirkuliert innerhalb der Maschine. Alles klar. Die Druckluft ist im Speicher, hat jetzt immer noch das Wasser drin, das wir ja vorher besprochen haben, das Wasser muss raus. Das Wasser kommt ja im Prinzip auch durch die angesaugte Luft, nur die Luftfeuchtigkeit. Nur, ja, okay, durch die angesaugte Luft, die Luftfeuchtigkeit, das Wasser muss raus. Das machen wir hier unten in diesem Teil, das nennt sich Kältetrockner. Und der Kältetrockner kühlt die Luft ab auf 3 Grad. Ähnlich wie eine Klimaanlage im Auto? Richtig, so ungefähr. Okay. Wir kühlen die Luft ab auf 3 Grad, das Wasser fällt aus. Ja, das wird ja rausgezogen. Wird rausgezogen, wird nachher abgeführt, sage ich nachher auf der anderen Seite was raus. Und die Luft geht dann in euer Druckluftsystem. Dann schauen wir uns mal das an, was jetzt hier drüben zu sehen ist. Genau, richtig. Also sprich, unsere Luft kommt hier unten raus und steht jetzt hier an, genau, relativ wasserfrei oder komplett wasserfrei eigentlich. Nahezu wasserfrei. Nahezu wasserfrei, okay. Und was ist dann dieses Gerät? Ja, wir haben hier noch einen Filter installiert, weil ihr mit der Druckluft ja lackieren wollt. Ja. Und in der Umgebungsluft haben wir immer Staub. Ja, vor allem in der Werkstatt, in, ja, in der Werkstatt, ja, habt ihr Staub drin. Um auch noch die restlichen Staubpartikel rauszukriegen, haben wir hier nochmal einen Nachfilter. Kann man sich vorstellen wie ein Luftfilter? So ist es, genau. Also ein Filter im Auto drin. Okay. Genau, richtig. Luft wird gefiltert und steht dann öl- und wasserfrei hier an, sodass ihr sie verwenden könnt für eure Werkstatt. Okay, also im Prinzip ist hier der Abgang dann, genau, in unser Werkstattsystem. Genau, richtig. Und jetzt sehe ich hier noch einen Abgang. Ja, was ist, wir haben das? Hier ein paar Schläuche. Für was sind die da? Okay. Ich hatte ja vorher gesagt, der Kältetrockner hier unten scheidet das Wasser aus der Druckluft aus. Ja. Das Wasser muss ja aus der Maschine irgendwo raus. Und das geschieht durch diesen Schlauch hier unten an dem Anschluss. Haben wir hier das Wasser, das wird hier ausgeschieden und in diesem Behälter getrennt, sodass ihr das Wasser direkt entsorgen können. Das was dann hier raus? Was wird hier in dem Behälter dann getrennt? Also wir haben, da wird das Kondensat aufbereitet. Kondensat hat immer noch Ölanteile, okay, drin, aus der Umgebung. Diese Ölanteile müssen raus und das macht dieser Ölwassertrenner. Ja, perfekt. Also das, ja, heißt, das Kondensat, was unten rausläuft, können wir im Prinzip, was hier rausläuft, das können wir direkt in die Kanalisation zuführen. Ja, wunderbar, perfekt. Das heißt, wir stellen dann am besten hier noch einen kleinen Eimer ran. Okay, alles klar. Gut.
ja, würde ich mal sagen, lassen wir die Maschine mal laufen. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, für uns war es ja sehr wichtig, dass wir eine Anlage haben, die in unserer Werkstatt drinstehen kann und nicht in einem Nebenraum muss. Ich kenne es noch von meinem alten Ausbildungsbetrieb her. Da hatten wir einen Kolbenkompressor, ja, der war richtig laut und der stand sogar im Nebenraum. Eigentlich hätten wir da noch Ohrenschützer tragen müssen. Das heißt, ich bin jetzt wirklich gespannt. Haube drauf? Haube drauf. Alles klar. So, Haube ist drauf. Wunderbar. Ja, Julian, dein Kompressor. Du darfst ihn einschalten. Sehr gerne. Taste. Natürlich sehr, sehr leise. Also kein Unterschied zu unserem alten Kompressor. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal einen Vergleich machen. So, und zum Vergleich, wir haben hier unser gut über 20 Jahre altes, aber immer noch top funktionierendes Kleingerät, womit wir bis jetzt übrigens alle Arbeiten hier gemacht haben. Der kann auch sogar einen Schlagschrauber ziehen. Ich stecke ihn mal an und dann sehen wir mal, was da der Unterschied ist. Mindestens doppelt so laut und ja, ich würde sagen, er hat ausgedient. Ich meine, er funktioniert immer noch. Ich denke, wir stellen uns einfach als Ersatzkäser irgendwo noch. Würde ich mal sagen. Ja. Eure Redundanzanlage. Ja, aber ich glaube, wir werden sie wahrscheinlich bei der Anlage auch nie brauchen. Wir hoffen es nicht. Ja, Thomas, dir erstmal vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ja, bitteschön. Habe ich gern gemacht. Viel Spaß in eurer neuen Kaiser-Druckluftstation. Vielen Dank. Und während wir jetzt hier über unsere neue Druckluftstation gesprochen haben, werden parallel jetzt die ganzen Rohrleitungen für unser System verlegt, somit dass unsere Werkstatt komplett an das Druckluftsystem angeschlossen werden kann, um dann auch unsere neue Montiermaschine betreiben zu können, wo wir später darauf zu sprechen kommen. Vor unserer Kennzeichenwand hat sich einiges getan. Wir haben uns als allererstes mal zwei schöne Sitzgelegenheiten geschaffen. Es handelt sich hierbei um die wunderbaren BMW i39 Komfortsitze und die haben wir auf eine Palette geschraubt und Rollen drunter montiert. Und das Ganze hat noch ein Feature und zwar, wir haben das Ganze auch an die Elektrik angeschlossen, sprich wir können hier mal uns richtig entspannen. Zudem, wie wir so einen Sitz richtig schön montieren und so hinbekommen, werden wir euch auch noch ein Video bereitstellen und dann kommen wir schon zu unserer Wuchtmaschine. Das ist eine Wuchtmaschine, wie man sie eigentlich kennt. Hier wird das Rad drauf gespannt, wir können sie mal einschalten und dann können wir hier zwischen allen Felgengrößen und den Modis wählen, wie wir das Wuchtgewicht montieren, sprich anschlagen oder kleben, je nach Stahl- oder Alufelge. Wir können sie auch mal laufen lassen. So, jetzt zeigt er uns hier an, dass wir auf der Innenseite der Felge 0 Gramm eine Unwucht haben und auf der Außenseite haben wir 15 Gramm Unwucht. Und das Schöne an dieser Maschine tatsächlich ist, dass wenn wir jetzt hier auf die Position gehen, wie unsere wie unser Wuchtgewicht geschlagen werden soll, erscheint sogar hier ein Laser, welcher über die komplette Felge auch innen durchgeht, so dass wir das Wuchtgewicht perfekt entweder kleben oder anschlagen können. Zudem ist auch unsere Reifenmontiermaschine auch noch von uns montiert worden. Diese, wie aber auch die Reifenwuchtmaschine, werden eigentlich nur auf die gewünschte Position gestellt und dann wird diese mit Schwerlastankern im Boden verankert, so dass das Ganze nicht mehr groß beweglich ist. Und wir haben hier die schöne Besonderheit, was wirklich toll ist, und zwar den Hilfsarm, welcher mit Druckluft funktioniert. Und dieser Hilfsarm ist extrem wichtig, zum Beispiel für Runflat-Reifen oder für extreme Niederquerschnittsreifen. Denn hier hat man ja oft das Problem, dass man den Gummi nicht sonderlich gut von der Felge runterbekommt, entweder aufgrund des Niederquerschnittes oder aufgrund der starren Flanke. Und da kann man dann mit diesem Arm
die Flanke runterdrücken oder auch mit dem zweiten Arm praktisch beim Abziehen helfen, dass, wie gesagt, dieses Gummi beschädigungsfrei von der Felge runter oder auch montiert werden kann. Und um die Felge dann praktisch mit einem neuen Gummi zu versehen, haben wir hier unseren Teller, welcher dann natürlich sich dreht. Da drinnen sind die Einspannelemente, womit die Felge eingespannt wird. Und mit diesem Hilfsarm wird dann praktisch hier über diese Nase das Gummi entweder mit dem Montiereisen draufgezogen oder aber reingedrückt und durch die Drehbewegung zieht sich es dann von der Felge ab. Ja Leute, ihr seht, es hat sich wieder einiges getan. Wie gesagt, wir sind sehr stolz auf unsere neuen Geräte und mit diesen Geräten neigt sich so langsam das Ausstatten der Werkstatt dem Ende zu. Ein paar Sachen fehlen noch, wie zum Beispiel die Heizung. Da wird es weitere Werkstatt-Updates-Videos geben. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.